Ich bin gestern angekommen aus Berlin, aber ich habe schon sehr viel gelernt über diese Region und über diese Stadt. Sehr interessante Gespräche gehabt. Also ich bin sehr glücklich, hier zu sein und bin auch glücklich, dass ich jetzt darüber sprechen kann, wie es ungefähr passiert, wenn man schreibt. Was ist alles nötig, um zu schreiben? Denn es reicht nicht, irgendeine Idee zu haben und dann sich hinzusetzen und zu schreiben. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess und eigentlich beginnt sehr viel, bevor man überhaupt schreibt. Und das möchte ich jetzt erzählen und auch ein bisschen Beispiele geben, wie verschiedene Bücher entstanden sind. Es ist alles da, aber wie bringe ich es heraus aus meinem Körper? Und was ist es? Es, das Geschriebene. Zum Beispiel laufe ich am Ostseestrand entlang und begeistere mich an den Astlöchern der Holzstöcke, die die Brandung auf ein menschliches Maß brechen. Baumstämme werden gefällt, in handliche Stücke geschlagen, in den Sand gerammt und dann beginnen Salz und die Arbeit des Wassers, diese Formen zu zerlegen, sichtbar zu machen, indem sie zerstören. Ich sehe diese Muster, ich erkenne einen Sinn darin, ich möchte ein Gedicht schreiben, kritzle in mein Notizbuch. Schreiben beginnt nicht erst, sobald Sätze auf Papier sichtbar werden. Vorher wartet lange die Idee zwischen den Welten, aus denen der Autor mühsam seine Geschichte zieht. Auch der Zufall spielt mit. Mein Roman, die geheimen Aufzeichnungen Marinas zum Beispiel, entwickelte sich aus einer Kreuzung von Welten. Die hatten vorher eigentlich nichts damit miteinander zu tun. Nach meinem Studium lebte ich in Portugal. Ich hatte begonnen, mich mit brasilianischer Kultur zu beschäftigen, Musik, Literatur, Kunst, die Geschichte der ehemaligen portugiesischen Kolonie, der Sklavenstaat und dann, wie es sich weiterentwickelte, als Beispiel wo eines Landes, in dem verschiedene Kulturen zusammenkommen. Das fand ich interessant und ich suchte nach, wie bilden sich diese Identitäten aus verschiedenen Kulturen. Und da fand ich dann die Figur der historischen Übersetzerin Marina oder Malinche, die den spanischen Eroberern auf ihrem Feldzug durch Mexiko geholfen hatte. Und mich interessierte, wie wäre diese Figur heute in der Gegenwart? Was wäre sie für eine Person? Ich begann zu schreiben und währenddessen entwickelte es sich, dass ich nach Chicago zog. Und in Chicago dachte ich eigentlich, ja, dort wird so 100% amerikanische Kultur mir begegnen. Aber zufällig landete ich in einem Viertel, das ganz stark von mexikanischer Kultur geprägt war. Und so konnte ich das, was ich in meiner Umgebung hatte, mit dem, was ich als Plan mitgebracht hatte, sehr interessant und farbenprächtig vermischen. Aber warum schreibt man überhaupt? Man könnte die Vernunft als Grund nennen. Man könnte sagen, dass man es im Dienst eines gesellschaftlichen oder moralischen Zieles macht, um zu belehren, zu kämpfen oder zu unterhalten. Aber es ist ein, was ich es mit Roland Barthes nenne, Begehren.
Das Begehren markiert die Grenze zwischen der Lust, die ich habe am Lesen, und diesem Übergang zum Schreiben. Und da gibt es diesen Moment, wo eine Art Verwandlung stattfindet. Zum Beispiel diese Baumstümpfe am Meer, diese Strukturen, die beginnen in mir zu sprechen. Und das ist so ein Augenblick, wo ich erkenne, ja, da kann ich jetzt weitermachen. Das ist eine Idee, ein Bild, eine Stimmung, die mich geradezu zwingt zu schreiben. Und es ist oft so ein Ding, ein Objekt in der Außenwelt oder oft auch eine Begegnung mit Menschen, die Geschichten, die sie erzählen, die mir dieses Bedürfnis schafft zu schreiben. Und ich mache es jetzt so lange, dass das Schreiben eigentlich auch so wie eine Lebensform geworden ist, eigentlich auch mehr noch ein Überleben geworden ist. Ich brauche es zu meinem Leben. Marguerite Duras nennt es Schreibwahnsinn, eine Art Getriebenheit, die den Autor auch lächerlich macht im Vergleich zu seiner Mitwelt, weil die nicht fortwährend aus dem Geschehen heraustreten, um etwas festzuhalten. Aber für den Schriftsteller ist erst die Verbindung Schreiben und Leben die richtige. Man kann irgendwann nicht anders. Sehr interessant in der Betrachtung dieser kreativen Prozesse ist ein Buch von, eigentlich das letzte Buch von Roland Barthes, das heißt Die Vorbereitung des Romans, wo er sehr viele kreative Prozesse beschreibt, auch anhand der Geschichte der Literatur, anhand der Geschichte verschiedener Literaten. Bei ihm kommt immer wieder dieser Begriff von Schöpfung und Zeugung in Zusammenhang mit Kreation. Also Zeugen auch im Sinne von etwas hinterlassen, Zeugnis geben. Und da muss ich als weibliches Wesen mich doch nicht wirklich identifizieren damit. Ich finde, das ist eine sehr männliche Sichtweise, die nicht verallgemeinert werden kann. Denn ich zum Beispiel komme aus einer ganz anderen Geschichte. Ich habe nicht diese lange Tradition, die zum Beispiel ein männlicher Autor hat. Und wenn ich eine Tradition habe, muss ich sie mühsam suchen. Es gibt so viel, viel weniger Schreibende, seit es Literatur gibt. Außerdem bin ich Mutter. Ich habe zwei Kinder. Ich muss nicht mit dem Schreiben zeugen. Ich muss auch nicht ein Buch als Geburt symbolisieren. Das brauche ich nicht. Eine andere Sache, die einen bestimmt, ist die Verlockung des Nichtstuns und der Leere. Das braucht man nämlich auch. Also dieses Ruhigstellen des ganzen Getriebes der Welt. Wenn immer die Welt eindringt, kann man nicht schreiben. Und da ist die Gefahr, dass man irgendwann auch in dieser Ruhe feststecken bleibt. Also, dass man nicht mehr dazu kommt zu schreiben. Diesen Moment muss man auch wieder finden, sozusagen aus der Kontemplation und der Konzentration tatsächlich in die Aktion des Schreibens zu gehen. Mir hat immer sehr gut geholfen, meinen Ort zu wechseln. Also, weil ein Ort, ein Leben, wo alles geregelt ist, die Gewohnheit, der Alltag, gibt einem nicht viel Gelegenheit, so originelle Gedanken zu haben. Man muss immer wieder weggehen in einen anderen Kontext. Das zum Beispiel habe ich gemacht, als ich nach Portugal gegangen bin, um dort an einer Universität zu unterrichten. Allerdings hat sich mein Leben dadurch so stark verändert, dass ich, hätte ich es gewusst, das wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte. Ich landete in einer völlig anderen Welt. Also alles, was vorher in meinem Leben wichtig war, gab es dort nicht. Ich musste einfach ganz neu anfangen, aber es hat meinem Schreiben und meinen Ideen sehr gut getan.
Außerdem habe ich dort etwas anderes gelernt, und zwar das Nichtstun und die Faulheit und die Muße. Das ist in Ländern wie Österreich und Deutschland eigentlich verboten, aber dort darf man es machen. Ist auch sehr gut fürs Schreiben und für Ideen sammeln. Und meine Vorstellung ist sowieso, dass die Vorbereitung des Schreibens in dieser Zeit das Gehirn auch immer aktiv ist. Also oft tue ich eben nichts, aber ich tue trotzdem etwas. Ich merke es nur danach, wenn ich diese Idee habe. Also es ist nicht diese Idee von Effektivität, ich muss was tun, deswegen mache ich es so, sondern es gibt Löcher in der Zeit und die muss man auch akzeptieren. Und man muss auch akzeptieren, dass manche Menschen sagen, hey, du machst ja gar nichts, du sitzt ja nur da, aber es stimmt nicht. Mein Gehirn arbeitet, ich denke nach, ich habe Ideen. Auch der Schlaf und der Traum ist auch eine Vorbereitung zum Schreiben. Zum Beispiel mein erstes Buch, das war eine Sammlung von Prosatexten, die hatte ich gar nicht geplant. Ich hatte ein Gedicht geschrieben, das hieß Fette Rosen, und habe immer wieder weitergearbeitet an diesem Gedicht. Und plötzlich bemerkte ich, dass zwischen diesen Buchstaben des Gedichtes noch so viel Platz war und dass ich noch so viel erzählen musste. Und plötzlich begann ich, eine lange Geschichte zu schreiben mit der Vorlage des Gedichtes. Und eigentlich dachte ich gar nicht, dass ich das veröffentlichen würde. Aber ich hatte einen Freund, der hatte einen kleinen Verlag gegründet, und ich bin zu ihm gegangen und ich habe gesagt, ich habe mich sehr mit portugiesischer Lyrik beschäftigt, es gibt sehr schöne Lyrik, willst du nicht ein Buch über portugiesische Gedichte machen? Und er hat gesagt, nein, ich will ein Buch mit deinen Texten machen. Und so ist dieses erste Buch entstanden. Ich dachte gar nicht, dass ich schon so weit gewesen wäre. Also da ist auch sozusagen ein Umweg, führt dann zu einem Ergebnis. Ja, Hindernisse des Schreibens gibt es natürlich auch viele. Eigentlich ist die ganze Welt und das Leben der anderen, die nicht schreiben, und diese Welt, an der der Schreibende teilhaben muss, auch eine Schwierigkeit. Man muss einerseits die Einflüsse nehmen, weil man ja sonst nichts zu erzählen hat und nichts zu machen hat. Andererseits muss man sich immer wieder distanzieren. Man bewegt sich zwischen diesen Welten, dieser inneren Welt und dieser Welt der Einflüsse. Zum Beispiel muss man ja auch Geld verdienen, hat man Beziehungen, hat man Kinder, alles braucht Zeit, Energie. Man hat eine Familie, aus der man stammt, die haben bestimmte Projektionen und Wünsche, was man tun soll und nicht tun soll. Die einverstanden ist damit, dass man schreibt oder nicht, oder man hat einen Partner, der eine andere Vorstellung von einem hat. Der Gegensatz von Liebe und Werk ist auch ein wichtiger Punkt. Das Verlieren, sich verlieren in anderen Menschen. Also man muss fortwährend versuchen, dieses Schreiben und diese Konzentration wiederherzustellen, aber muss immer auch versuchen, wieder wegzugehen davon. Da ist noch wieder dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, würde ich sagen, in letzter Zeit. Viele Schriftsteller, man denke nur an Thomas Mann, haben Kinder, aber sie haben auch eine Frau, die für diese Kinder sorgt, die sie ins Bett bringt, für sie in die Schule geht, und der Mann wird freigehalten. Wenn man jetzt, also ich war einer der ersten in meiner Generation, die Kinder hatte. Das bedeutet zuerst einmal eine große Isolation, weil niemand es versteht, dass man Kinder hat. Und ich selbst habe es nicht verstanden, wie ich jetzt weiter Schriftstellerin sein kann. Aber es hat sehr viel geholfen, meine Konzentration zu schärfen und meine Inspiration fast auf Knopfdruck kommen zu lassen.
weil ich so lange warten musste. Ich hatte am Tag, anfangs hatte ich nur 2 Stunden. Und ich wusste, in diesen 2 Stunden muss ich es schaffen, was zu schreiben. Wenn ich es nicht schaffe, ist der Tag vorbei. Und so habe ich mein Gehirn so trainiert, dass ich in diesen 2 Stunden, ich habe mich hingesetzt, geschrieben, nach 2 Stunden, zurück zu den Kindern. Also es war eigentlich auch ein gutes Training, muss ich jetzt sagen. Aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass es schwieriger ist, immer noch für Frauen, die Kinder haben, weiterhin ihre Position als Schriftstellerin zu halten. Auch was ich durch die Kinder gelernt habe, ist früh aufstehen, also keine langen Nächte mehr und wilde Partys, das war vorbei. Ich bin früh aufgestanden und ich habe auch gelernt, früh zu schreiben. Das ist wunderbar jetzt, jetzt kann ich gar nicht mehr. Meine beste Zeit ist jetzt, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, sofort begonnen zu schreiben. Ja, ein weiterer Punkt ist dann noch der Ort des Schreibens. Zuerst hat man den Schreibtisch, auf dem Schreibtisch soll der Raum geschaffen werden für die Kreativität und soll etwas Imaginäres passieren. Auch wie man die Dinge auf dem Schreibtisch arrangiert, was man darauf liegen hat, ist eigentlich eine Vorstufe der Kreation. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Studie gemacht, in der ich verschiedene Schreibtische verschiedener Schriftsteller angesehen habe und darauf schließen konnte, was sie sozusagen als Motor brauchen. Manche Schreibtische sind vollgeräumt, manche sind ganz karg und leer. Also es ist sozusagen wie so eine Art Vorarbeit, wie man sich den Desk, auch den Desktop, auch beim Computer arrangiert. Das gehört auch schon zur Vorbereitung des Schreibens. Zum Beispiel gibt es auch eine Anekdote von Sigmund Freud, der bei seinem Schreibtisch das Schild angebracht hat für die Putzfrau, auf dem stand, nicht Schreibtisch anrühren, bei Strafe. Weil das schon ein Arrangement der Gedanken ist. Das kann jemand anderer nicht erkennen. Der denkt sich, ja, warum liegt das schief? Das geht nicht. Aber ich weiß genau, warum ich es da hingelegt habe, um mich zu erinnern an eine bestimmte Sache. Aber nicht jeder hat den Luxus eines eigenen Raums nur zum Schreiben. Auch da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer haben viel selbstverständlicher ein eigenes Zimmer, ein Arbeitsraum oder ein Büro. Aber in der Tradition der Frauen ist es eigentlich so, dass die Frauen die Türen nicht hinter sich schließen sollen. Sie sollen immer verfügbar sein für irgendwelche Hilferufe, Arbeiten, die sollen sich nicht abschließen, aber dieses Abschließen ist notwendig. Und deshalb gibt es diesen Essay von Virginia Woolf, den sie 1929 geschrieben hat, und der heißt Ein eigenes Zimmer. Und da spricht sie über weibliche Produktionsbedingungen und fordert, dass jede Frau, jede Schriftstellerin oder auch Künstlerin einen eigenen Raum braucht. Und das ist natürlich auch gemeint, nicht nur das eigene Zimmer, sondern eigentlich einen eigenen Freiraum, eine Aktionssphäre, wo sie kreativ werden kann, wo sie nachdenken kann, wo sie ungestört ist von der Welt. Also es ist auch für sie ein eigener Raum der Geschichte, den die schreibenden Frauen sich öffnen müssen. Und dazu gehört auch, meiner Meinung nach, und das habe ich auch wirklich immer gemacht, die Forschung, Erforschung einer Genealogie weiblicher Schreibender. Also ich habe mich wirklich, auch in meiner theoretischen Arbeiten, habe ich immer nach weiblichen Vorläuferinnen, Philosophinnen und so weiter gesucht, Schreibenden. Also die Suche nach literarischen Müttern statt Vätern. Aber
Dieses eigene Zimmer ist nur in bürgerlichen und wohlhabenden Gesellschaftsschichten möglich gewesen oder auch zum Teil immer noch möglich. Was machen unterprivilegierte Frauen oder solche aus anderen Kulturkreisen? Sie haben nicht ein bürgerliches Haus, wo sie dann irgendwie einen schönen Sekretär haben, wo sich sie hinsetzen. Da bin ich dann eben draufgekommen, dass die Gedanken von Virginia Woolf sich doch nur auf den Bereich von weißer und westlicher Kultur beschränkten. Als ich in Chicago war, habe ich viel zur Literatur von mexikanischen Migrantinnen in den USA geforscht und da bin ich auf die Küche als Ort des Schreibens und Nachdenkens gestoßen. Zum Beispiel eine texanische Autorin, Gloria Anzaldúa, antwortet auf die These von Virginia Woolf, kein eigenes Zimmer nötig, sondern Hauptsache schreiben, wann und wo immer es geht. Und zwar sagt sie, vergiss das Zimmer für dich allein, schreib in der Küche, schließ dich ins Bad ein, schreib im Bus oder am Sozialamt, in der Arbeit, während des Essens, zwischen Schlafen und Wachen. Dazu passt auch die häufige Verwendung des Bildes der mexikanisch-amerikanischen Schriftstellerin als Köchin. Die Vorstellung des Schreibens als Kochen von Texten, wobei verschiedene Bestandteile aus den verschiedenen Kulturen, also aus der mexikanischen, indianischen Kultur, auch symbolisch als Elemente dienen, um sozusagen die Speise zu kochen, aber auch die Identität zu kochen und zu schaffen. Und man kann aus mehreren Bestandteilen und Elementen immer wieder was Neues machen. Also nur Eier und Milch gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Also ich fand das sehr spannend zu sehen, wie man sich sozusagen von den weiblichen Tätigkeiten abgeleitet, doch auch wieder zu einer kreativen Tätigkeit symbolisch findet. Und als Beispiel und Vorfahrin für diese mexikanischen, amerikanischen Autorinnen dient auch die katholische Nonne Sor Juana, die damals schon geschrieben hat, im Kloster philosophiert hat, und der hat man das Schreiben dann verboten, weil es eben gegen die Demut ist, die Gott fordert. Zumindest hat man behauptet, dass es das der Grund war. Und sie durfte nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben und hat danach angeblich sich mit chemischen und physikalischen Experimenten beschäftigt und darüber philosophiert, während sie gekocht hat. Fand ich auch eine sehr tolle Vorstellung. Ja, Kochen, einschließlich Hausarbeit, die diese Zubereitung des Essens erfordert, wie Putzen und Abwaschen und die Klassenunterschiede von und zwischen Frauen, die Essen kochen und diejenigen, die das Essen konsumieren, wird in sehr vielen Texten dieser Chicana-Schriftstellerinnen als Metapher für ihren Kampf um Bedeutung gesehen. Ja, nochmal zurück zu meiner eigenen Suche nach einem Ort, zum Beispiel, als ich in New York war. Man hat sehr wenig Platz in New York und es ist sehr laut und sehr hektisch. Und ich habe einen Ort gesucht, zu Hause war das Baby mit der Babysitterin und in New York gibt es keine ruhigen Räume. Zuerst bin ich zu den öffentlichen Bibliotheken gegangen, aber dort sammeln sich vor allem die Obdachlosen oder die Schulkinder, die keine Betreuung haben. Es war nicht leise. Oder man geht in eine Großbuchhandlung, aber diese bequemen Stühle sind auch alle besetzt. Und dann habe ich eine ganz kleine private Bibliothek gefunden und da musste ich mich um einen Arbeitsschreibtisch bewerben und der Chef dieser Bibliothek hat dann in einem Gespräch geprüft, ob ich verrückt bin oder normal und ob ich wirklich Schriftstellerin bin. Und dann durfte ich jeden Tag
in ein Stockwerk eine Booth benutzen. Das ist so ein Verschlag. Und das war mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch. Und man durfte nur schreiben, man durfte nichts sonst machen. Nicht essen, nicht trinken, nicht telefonieren. Aber immerhin, ich hatte mal einen Ort gefunden. Ja, vielleicht noch etwas über den Sprachraum. Also das war auch für mich eine gute Möglichkeit, durch den Wechsel in einen anderen Sprachraum meine eigene Sprache, also ich habe in Deutsch geschrieben, zu etwas Besonderem, Exklusivem zu machen. Also als ich in Portugal war, wurde jedes einzelne Wort, auch wenn ich gelesen habe, jedes einzelne deutsche Wort viel wertvoller, schwerer, intensiver. Und das hat auch meinen Stil verändert. Oder auch als ich in den Vereinigten Staaten lebte, da hatte ich eigentlich so drei Sprachen oder vielleicht ja, vier Sprachen, die immer so da waren. Also war das Deutsche, das war ich. Ich habe auch unterrichtet auf Deutsch, ich habe geschrieben in Deutsch. Das Englische, die Welt um mich herum. Zu Hause, die Kinder sind in die französische Schule gegangen und die Freunde waren auch zum Teil französisch, aber französisch. Und ein bisschen auf der Straße natürlich das Spanische, von dem ich auch gesprochen habe, das Mexikanisch-Spanische. Also da war mexikanisches Spanisch und puertorikanisches Spanisch, genau. Und das hat auch irgendwie so auf meine Sprachmelodie und auf die Struktur der Sätze eingewirkt. Ja, haben wir noch Zeit, um ein bisschen zu überschreiben, Frauen anders? Ja, gut, okay. Also, dann gibt es immer wieder diese Frage, schreiben Frauen anders? Und die ist immer wieder schwierig zu beantworten. Meine Idee davon ist, dass es eine Geschichte ist, es gibt eine Geschichte der weiblichen Literatur, aber es ist auch eine Geschichte mit vielen Hindernissen und mit vielen weißen Flecken. Also es ist so sehr lückrig. Und das ist auch, was ich gemacht habe in meiner Doktorarbeit und in allen anderen so Aufsätzen, dass ich eigentlich immer gesehen habe, auch vergessene Autoren, Autorinnen herauszuholen, zu zeigen oder Autorinnen, die nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen haben. Also ganz oft auch bei den bildenden Künstlern, den Künstlergruppen, auch in der Moderne, gab es so viele interessante Frauenkünstlerinnen, die aber zu Lebzeiten nicht gewürdigt wurden. Und genauso ist es mit den Schriftstellern. Da gibt es immer, immer wieder noch viel zu entdecken. Weil es einfach ganz am Anfang, auch bis zum, ja, ich würde sagen, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts schon noch sehr viele Behinderungen dieses weiblichen Schreibens gab. Eben die Rollenbilder des Patriarchats oder weniger Zugang zur Ausbildung, weniger Zeit, weniger Raum oder finanzielle Abhängigkeit. Also die Produktionsbedingungen waren da schon noch sehr, sehr verschieden. Und was es aber gegeben hat, es hat immer begabte Frauen gegeben, die für die männlichen Autoren oder Künstler gearbeitet haben. Und diese Männer haben dann ihre Arbeit als eben eigene ausgegeben, obwohl noch Bertolt Brecht zum Beispiel hat immer drei, vier Frauen gehabt, die so für ihn gearbeitet haben und auch zum Teil was Dinge geschrieben haben oder korrigiert und so weiter. Und da war für mich immer so ein Beispiel, ein sehr interessantes Beispiel, die französische Autorin Colette. Sie hat Bücher geschrieben, begonnen hat sie mit den Romanen, die hießen alle Claudine. Claudine war die Hauptfigur zwischen 1900 und 1903 und es sind alle unter dem Namen ihres Ehemannes veröffentlicht worden. Er hatte zu ihr gesagt, sie soll ihre Kindheitserinnerungen aufschreiben und hat Autorschaft und Geld und alles einfach für sich eingestrichen. Und es war für sie ein mühevoller Prozess, aber sie hat es geschafft, dass sie 1904 sich gelöst hat und dann die Bücher unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat und dann noch viele Romane geschrieben hat und auch anerkannt wurde in der Welt der Literatur, französischen Literatur.
Und das war für mich auch so wichtig, weil ich zufällig als Zehnjährige diese Romane gefunden habe in der Bibliothek meiner Eltern und habe die heimlich gelesen. Sie hätten sie mir nicht gegeben. Und ich kannte diese Geschichte nicht und bin darauf erst später gestoßen, dass eigentlich ich mit dieser Figur schon zu tun hatte, die dann später auch mein Leben bestimmen sollte. Und das ist auch ein bisschen ein Problem bei der Suche nach Traditionslinien von Autorinnen, weil es sehr oft auch sehr schwierige Leben waren und sehr leidvolle Leben. Also ich habe meine Doktorarbeit über eine Künstlerin und Schriftstellerin geschrieben, die schizophren wurde und sich selbst umgebracht hat. Und zum Beispiel eine andere wichtige Autorin für mich war Ingeborg Bachmann. Ihre Arbeit habe ich sehr geschätzt, aber sie ist auch ihr Leben und ihr Schicksal ein sehr trauriges gewesen, weil sie war eine der ersten Schriftstellerinnen, die als Showstar inszeniert wurden. Sie hatte ein Foto am Cover eines ganz bekannten deutschen Nachrichtenmagazins 1959 und war so damals glamourös wie Maria Callas oder Jackie Kennedy. Aber sie wurde als Mythos inszeniert und natürlich kann man als Mythos sehr schwer leben. Das funktioniert eigentlich nicht. Und sie hat ja sehr früh begonnen, sehr viel zu trinken, Alkohol zu nehmen und so weiter. Und ich habe mir dann immer, ist auch sehr früh gestorben, sie ist verbrannt. Und ich habe mir dann immer gedacht, was wäre gewesen, wenn sie, diese wunderbare Schriftstellerin damals, eine nette, aufopfernde, ständig wachsame Haushälterin gehabt hätte, wie zum Beispiel Marcel Proust, dann wäre sie nämlich nicht gestorben, sondern sie hätte ihr Werk weitermachen können. Also so diese Selbstverständlichkeit, dass es ein sorgendes Umfeld gibt, auch für, wenn man problematische Krisen durchlebt, ist immer noch auch selbstverständlicher auf der männlichen Seite. Eine andere Autorin, eine Kollegin, zeitgenössische, hat in einem Aufsatz gesagt, dass es weiterhin einfacher wäre, geografische Grenzen zu überschreiten, als Geschlechterrollen und soziale Vorbedingungen abzulegen. Und auch da muss ich ihr zustimmen, dass auch meine Erfahrungen im Laufe des Schriftstellerinnenlebens schon auch ähnlich waren. Also ich bin 1959 geboren, damals gab es noch sehr starke traditionelle Rollenbilder. Ich habe es irgendwie geschafft, da rauszukommen, konnte sogar studieren, obwohl meine Eltern mich nicht unterstützt haben, obwohl meine Eltern dagegen waren. Dann hatte ich studiert, meine Kolleginnen stammten alle aus bürgerlichen Kreisen, ihre Eltern waren Ärzte, Rechtsanwälte, sie bekamen das Studium finanziert. Ich habe immer gejobbt, um das Studium zu verdienen. Und diese Kinder dieser wohlhabenden Familien haben dann so immer, ja, du lässt dich vom Kapitalismus auffressen, du bist nicht revolutionär, aber ich musste meine Miete bezahlen, ich musste arbeiten. Oder dann natürlich, was auch wichtig ist im Schriftstellerleben, man muss viel trinken, nimmt Drogen und so weiter, je besser, je intensiver. Das ist vielleicht sehr Wien-spezifisch, Wien Alkohol und Drogen ist ganz, ganz intensiv gewesen, muss man eigentlich auch machen, aber ist auch Frau auch ein bisschen schwierig. Dann sollte man auch sehr viele sexuelle Abenteuer haben, als Mann, als Frau dann nicht. Ja. Also es gab da immer so diese komischen Differenzen, aber man arbeitet sich so durch. Und es dauert eine Weile, bis man begreift, dass man da eigentlich an etwas arbeitet, was durch das System vorgegeben ist. Und eben diese Kollegin, Margit Schreiner heißt sie, schreibt in ihrem
Essay, dass man doch von Geburt an zweite Wahl ist, weil weiblich. Und sie sagt, und das, damit möchte ich jetzt enden, wenn Sie ein Mädchen sind und trotzdem die Welt entdecken wollen, machen Sie naturgemäß eine Grenzerfahrung nach der anderen. Ja, das wäre jetzt mal so mein viele Fragen aufwerfenden Vortrag. Eigentlich wollte ich jetzt auch noch was lesen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht sollten wir doch eigentlich gleich über die vielen Punkte sprechen. Ja? Ich wollte ein kleines Fragment, ja. Ein kleines Stück, okay, gut. Un pequeño fragmento nos va a leer, lo van a traducir directamente y luego entramos ya enseguida. Okay. Ja, ich habe schon erzählt von dieser Figur, der Malinche oder Marina. Sie musste ja dann bekehrt werden und hieß dann katholisch Marina. Und meine Idee war erstens, wie würde diese Frau heute sein? Wie würde sie leben? Ich habe sie in Chicago leben lassen. Und dann habe ich mich auch beschäftigt mit der Figur der historischen Marina, habe viele Bücher gelesen und Bilder angesehen und so weiter und habe mir vorgestellt, was wäre es denn, wenn sie Cortés nicht geholfen hätte? Wäre überhaupt Mexiko spanisch geworden? Oder wenn sie, weil sie war ja seine Geliebte, wenn sie ihn einfach getötet hätte? Hätte das die Geschichte geändert? Also damals war ich sehr in dieser Ideen, was wäre, wenn? Und das daraus eine Geschichte erfinden. Und jetzt möchte ich so drei kleine Stücke lesen, wie ich mir die historische Marina vorgestellt habe. Ich habe sie mir nämlich vorgestellt, dass sie ist ja diejenige, die in dem Land ist und da kommen die Fremden und die Fremden sehen ja ganz komisch aus und sie ist eigentlich die Normale, das was die normale Wahrnehmung ist und die Fremden, die Spanier, die sind eigentlich alle sehr, sehr seltsam, sie können nicht sprechen richtig, also auch wieder diese umgekehrte Perspektive. Vorerst sollte ich lernen. Die Männer von Cortés begannen uns Frauen zu ihrem Gott zu bekehren. Wir sollten die alten Götter lassen und den ihren wählen. Erst dann dürften wir bei ihnen liegen. Gott war ihr zweites Wort, nach Gold. Sie sagten, primero oro, erste Gold, verstehst? Después el Dios, Gott gut. Gott sollte helfen, den Glanz des Goldes zu erhöhen. Sie zeigten uns das Bild einer jungen Frau mit einem Säugling am Arm. Sie sagten, mi Virgen Gotten, mi Virgen im Himmel so blauen, your sun is your terra. Und ich verstand. Die Jungfrau hielt Gott in ihrer Hand und hinter ihrem Kopf schien das Gold wie eine Sonne. Ich prägte mir die Worte ein, die die weibliche Gottheit beschrieben, um sie einmal zu verwenden für mich. Auch ich wollte mich paaren und das Kind des Gottes in die Arme schließen zu meinem Vorteil. Bald hatte ich begriffen, dass die fremden Männer unter einer schrecklichen Krankheit litten, die sie nur mit einem Mittel heilen konnten, dem Gold. Dieser Glaube war das Mittel für Cortés, sie ins Unbekannte zu verschieben und immer weiter vor. Ich erfuhr seinen Plan für unsere Welt. Er sagte, verstehst, entiendes? La terra is golden, verstehst, all golden. Y de sonne, golden too, verstehst? And jewels, 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 para todo el mundo, verstehst? Er malte sich in einem Kopf nicht die schimmernden Seen und großen, schön gebauten Städte aus oder die Märkte mit Waren in allen Farben. Er dachte nicht an Blumenboote, Ampeln, Tempel oder an die Fische. Ich hörte ihm zu und wartete ab, weil ich wusste, dass es nicht genug Gold für alle gab.
Es gab einen langen gewundenen Weg, der eine Erderhebung überquerte, die viel zu langsam in die Höhe führte, als dass man von einem Berg sprechen konnte. Man glaubte nicht, dass man stieg, bis man sich durch Zufall umblickte und das Land weit zurücklag. Dass man den Gipfel hinter sich hatte, bemerkte man auch nicht. Die Schönheit des Waldes lenkte die Augen von der Straße. Dass man den Kamm hinter sich gelassen hatte, sah man erst dann, wenn der Abstieg fast geschafft war. So ergeht es den meisten Menschen. Sie wissen nicht, was vor ihnen liegt und vergessen, wo sie gingen. Sie wissen nicht, dass sie ganz oben sind, erfahren es erst, was vergangen ist, was größer war als jetzt. Auch ich hatte keine Ahnung. Und Cortés wahrte seinen Traum, einmal Herrscher zu sein. Er achtete alles, was gut und ohne Reibung funktionierte. Kein Mensch sei so gefährlich wie ein Sklave, sagte er. Sklaven no futura, Sklaven so pur, nothing zu verlieren. I revolution, immer at any time possible, verstehst peligro. Cortés redete, als verwaltete er bereits sein Eigentum und ich ließ ihn in Gedanken, legte mich hin. Diejenigen, die mich hassen, behaupteten, in meinem Kopf drehten sich spanische Räder. Sie sagten, ich sei fremdgesteuert und hätte mein eigenes Denken verloren. Wenn sie wüssten. Das Blinken des spanischen Stahls machte mich nicht blind, sondern scharf. Ich blickte genauer, denn ich sah doppelt. Die Wahrheit entwickelte sich in diesem Raum und nicht in eindeutigem Glauben. Ich hielt immer alles für eine Wende bereit. Und warum sollte ich nicht das Geschehen für mich verwenden, wo ich doch auch für die anderen stand? Ich war die neue Welt. Ich werde sie umso mehr sein nach der Begegnung mit der Alten. Wenn ich sie einmal aufgenommen, überwunden hätte, dann. Aber bis dorthin sah ich mich noch um, genoss und versuchte, die kniffligsten Apparate der Spanier zu verstehen. Cortés wollte zur heiligen Stadt, weil er träumte. Ich war die Stimme in seinem Traum. Und was ihm jetzt half, würde später sein Verhängnis. Muy bien, gracias, Sabine. Vamos a pasar ahora a los turnos de preguntas. Creo que vamos a necesitar usar el micrófono de la sala para que puedan oír las traductoras y así poderle traducir a Sabine las preguntas al alemán. Entonces, si hay... Empezamos cuando queráis. Si hay alguna pregunta. Bueno, ya sabemos que siempre cuesta un poco romper el hielo, o sea que voy a hacer yo la primera pregunta desde la mesa. Nos ha presentado, digamos, si tuviera que resumir lo que nos ha contado, diría que es una tensión entre la vida y la escritura, pero que siempre acaba triunfando la escritura. Y he recordado algo que decía Albert Camus del dilema del escritor, que era ser solitario o solidario. Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Es importante en el mundo que estamos viviendo hoy que triunfe la escritura? Yo sé que usted está escribiendo ahora una novela sobre el neonazismo, sobre los neonazis. ¿Es importante hoy más que nunca que triunfe la escritura? Ja, ich muss sagen, das wird... Ja, ich muss sagen, das wird immer wichtiger. Eigentlich je mehr ich die Dinge um mich wahrnehme, desto mehr habe ich das Gefühl, ich muss wahrnehmen, verarbeiten und meine Gedanken zu bestimmten Problemen weitergeben, fast im Sinne einer Aufklärung.
Und das ist wahrscheinlich auch mit der Krisenlage der Welt stärker geworden, auch weil ich sehr viel herumkomme. Zum Beispiel war ich in Japan immer wieder und jetzt das dritte Mal letztes Jahr. Und es war das erste Mal nach Fukushima. Und ich habe das ganze Land anders erlebt als bisher. Und ich bin auch mit einem Projekt, mit einem Romanprojekt da hingegangen. Und dann hat mich diese Situation in dem Land so beschäftigt und auch was mir die Leute erzählt haben und meine Studenten erzählt haben, dass ich all diese Dinge in meinen Roman hineingearbeitet habe. Es war nicht anders möglich. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit. Dass jetzt immer mehr, dass die Geschichten kommen zu mir und sagen zu mir, du musst erzählen, du musst das erzählen, du musst das zeigen, du musst das weitergeben. Tenemos aquí una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Van a ser dos preguntas, si me permitís, Luisa, dos preguntas muy breves, que ambas tienen que ver con la relación entre la literatura y el cuerpo. Dijiste al principio de tu presentación que el proceso de escritura consistía en extraer ideas, imágenes y sentimientos y llevarlos al papel, y dijiste textual que cómo extraigo esas ideas de mi cuerpo. Ajá. Y no de mi mente. Entonces yo te quería preguntar o quisiera una reflexión acerca de si existe una literatura del cuerpo y una literatura de la mente. Esa es la primera pregunta. Ich habe jetzt keine Übersetzung gehabt, aber ich habe es, glaube ich, schon verstanden. Also der Körper ist sehr äußerst wichtig, ja. Das ist jetzt nur ein kurzer Vortrag natürlich gewesen. Der Körper war von Anfang an meines Schreibens wichtig. Ich habe auch angefangen mit Performance Art, wo ich meinen Körper sozusagen als Sprache verwendet habe, als Zeichen verwendet habe. Und habe in all meinen Texten eigentlich auch, erstens einmal ist das Thema des Körpers Körper ein Thema des Textes. Zweitens glaube ich tatsächlich, dass sich die Trennung von Körper und Geist heutzutage so nicht mehr halten lässt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, wie sehr sozusagen der Hirn und das Gehirn beeinflusst ist von Vorgängen, was weiß ich, in den unteren Regionen des Körpers. Also für mich ist das eigentlich selbstverständlich, dass es ein Ineinander gibt. Vielleicht ist es immer für mich so klar gewesen, weil ich eine Frau bin, weil man als Frau automatisch mehr auf den Körper sozusagen geschätzt wird, hingebracht wird. Aber diese traditionelle Form der weiblichen Körperlichkeit, das hat mich immer weniger interessiert, weil ich glaube, es steckt viel mehr drinnen. Es ist sozusagen nur so eine Richtung, die gibt wird einem vorgegeben. Aber ich habe mich auch viel mit zum Beispiel Artaud beschäftigt und mit diesem ganzen Foucault. Und da ist eben der Körper schon ein wesentliches Erkenntnisinstrument. Auch in meiner Dissertation ist das wichtig gewesen. Also für mich, eigentlich würde ich sagen, für mich ist beides gleich wichtig. Ja? Also ich könnte da nicht sagen, ja, ich bin der geistige Mensch, nur und der Körper ist mir egal. Für mich ist mein Körper und die Körper der anderen derart wichtige Botschaften und Wahrnehmungsinstrumente und Erkenntnisinstrumente. Und deshalb muss das auch in meiner Literatur drin sein, ja. Gracias. Y en relación con la primera pregunta, en un momento cuando hablabas de los escritorios, de los distintos escritores, hablaste del tuyo particularmente y que estabas tú y el ordenador. Entonces, lo que te quería preguntar era si siempre escribes en ordenador o si notas alguna diferencia entre escribir a mano y escribir en el ordenador y si eso se manifiesta en tu literatura.
Ja, ich war ganz lange ein Verfechter des mit der Hand Schreibens, des Handschriftschreibens wegen des Körpers, weil ich das Gefühl hatte, mein Körper, ich muss auch spüren, dass mein Körper schreibt. Und es ist so wie, ja, fast wie ein Handwerk sozusagen, so wie Schnitzen oder so, carve, ja. Aber ich habe körperliche Probleme bekommen mit der mechanischen Schreibmaschine, weil es eine sehr einseitige Bewegung ist. Und ich habe dann wirklich aus diesen körperlichen Gründen begonnen, mit Computer zu schreiben und habe sehr lange gebraucht, bis dass ich mich daran gewöhnt habe. Und jetzt, ja, ich bin jetzt ein Papierausdruck-Computer-Korrekturschreiber, aber Notizen mache ich immer mit der Hand. Das ist auch immer mit Bleistift und immer mit der Hand. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte auch nie, wenn ich reise, so hier, wie hier zum Beispiel, mache ich immer die Notizen per Hand und stichwortartig und dann komme ich nach Hause und dann schreibe ich das alles auf und schreibe die Geschichten fertig. Also ich brauche eigentlich beides, ja. Hola. Hola. Muchas gracias. Me gustó mucho la referencia que hizo a Sor Juana Inés de la Cruz. Yo soy de México y todas estas figuras que retomó, que recuperó, me entusiasman bastante. Uy. Sí, no sé, está muy cerca. Me acerco más. Bueno. Quería preguntar acerca de esto dos líneas. Una, ha mencionado mucho su condición un poco de extranjera, de escritura en el extranjero, de escribir fuera de su marco territorial. Me pregunto si eso, cómo se refleja eso en la escritura, el confrontarse a otro marco de valores, a otro marco axiológico, cómo puede eso impregnarse en su escritura. Y en el hilo de las figuras que ha recuperado, no sé si he entendido bien la Malinche como una potencial femme fatale, pero en todo caso... Sor Juana Inés y Virginia Woolf, como intelectuales que se forjan a sí mismas. La misma Sor Juana Inés que aprendió latín por su cuenta a los 16 años, conocía nociones de griego. Pienso en esta línea en Georges Sénard, en la primera mujer francesa, bueno, belga, en entrar a la Academia de la Lengua Francesa, siendo belga y muriendo en Estados Unidos, es decir, la otredad, el extranjero, etc. Bueno, estas dos como líneas de pregunta. Gracias. Okay, es aus. Entschuldigung. Dass ich... einen freieren Raum oder einen Raum, der mich befreit hat von der Identität, die ich zum Beispiel in Österreich war, gesucht habe. In Österreich hatte ich, auch in Wien hatte ich begonnen zu schreiben, aber es war sehr, Wien ist sehr klein und ich hatte das Gefühl, auch sehr starr zu dieser Zeit. Und ich wollte einfach noch mehr wissen. Ich wollte mehr über die Welt wissen, über die Kunst, über die Literatur wissen. Und ich, für mich war immer diese Vorstellung, ich muss weggehen, um wirklich Schriftstellerin zu werden. Ich war schon Schriftstellerin, aber ich brauchte viel Welt, ja. Und diese Welt ist aber auch in meinen Texten. Und vor allem sind immer Figuren in meinen Texten, die zwischen den Welten stehen. Das ist eigentlich so ein Hauptmerkmal. Also Marina, die zwischen zwei Welten steht, oder jetzt in dem Roman über Fukushima, ein Mann, der zwischen Japan und Deutschland steht. Er hat eine Familie in Deutschland, er hat eine Familie in Japan.
oder ein Roman, den ich auch schreibe, jetzt ein neuer, ist über meine Schwägerin, also die Frau meines Bruders, die erst mit 35 Jahren erfahren hat, dass ihr Vater aus Sri Lanka ist und auch eine sehr eigenartige Suche nach Identität aus verschiedenen Elementen lebt und so weiter. Und auch diese Geschichte über die Neonazi in der DDR geht eigentlich um Auslandsstudenten, die in der DDR waren und dann mit der Wende plötzlich rassistisch verfolgt wurden. Und diese Geschichte versuche ich erzählen. Also ich gehe in die Welt, aber die Welt kommt in meine Texte. Und so Malinche und Malinche war Übersetzerin. Eine Übersetzerin ist per se zwischen den Welten immer. Und sie ist eben diese problematische Figur. Einerseits braucht man die Übersetzer, andererseits kann man ihnen nie trauen, weil sie wissen immer mehr als der andere. Sie könnten auch lügen, sie könnten dich auch betrügen. Ja? Du weißt nie. Ja? Klar. Bueno, mientras hay alguna otra pregunta, si quisiera, retomando la pregunta, una de las preguntas anteriores en relación con el cuerpo y con la mente en la escritura, yo quería, dado que usted es profesora de escritura creativa, lo ha sido en Viena y ahora en Leipzig, por lo tanto, que digamos está acostumbrada a ese desmenuzamiento de los procesos creativos, yo quería preguntarle si el cuerpo interviene o determina más los aspectos formales, organización, arquitectura, la textura del estilo, o interviene más, digamos, en la concepción temática de la obra, porque hay también una tradición que dice las mujeres tienen una relación con el tiempo distinto, puesto que su cuerpo la somete a ciclos, etcétera, etcétera. Eso era, es una curiosidad muy precisa. ¿El cuerpo interviene más en las opciones formales o en las opciones temáticas, por ejemplo? Ja, also bei meinen Studenten, dazu muss ich sagen, das ist ein Studiengang, da können die Studierenden 3 Jahre Kurse besuchen und bekommen einen Abschluss und sind sozusagen als Schriftsteller in der Welt. Und meistens kommen die Leute, die aus diesen Kursen kommen, ja, werden sehr von den Verlagen sehr schnell veröffentlicht, weil sie so ein gutes Training haben. Also sie lernen sehr, sehr viel, sich selbst zu kritisieren, zu überprüfen, Feedback zu bekommen, Feedback für andere. Ich würde sagen, dieses Training ist sehr viel auf formale Sachen beschränkt. Also seltener auf die von Ihnen angesprochenen Punkte der Öffnung, auch auf körperliche Aspekte, weil ich glaube, dass dieser Prozess, überhaupt der Prozess, bis man sich findet als Autor, ein sehr langer ist. Und die Autoren, die kommen an die Universität, sind sehr jung. Also sie kommen aus der Schule, manche haben schon einen Job vorher gehabt, das heißt, sie sind in ihrer Suche, ja, in ihrer schriftstellerischen Identität, in ihrer Suche nach, was sie in der Welt machen können, eigentlich noch, viele sind noch sehr verhalten und sehr ängstlich, obwohl sie formal schon sehr weit sind. Und diese Aspekte
die Sie jetzt angesprochen haben, würde ich sagen, kann ich dann beobachten, wenn ich eine, ich kenne immer wieder Studenten, mit denen ich dann Freund werde und wir sehen uns über Jahre immer wieder, ich sehe, welche Publikationen zu machen, dann kann ich das beobachten an manchen. Aber so jetzt im Seminar eigentlich nicht allgemein, sondern eher an speziellen Fällen. Also ich kann es wirklich nicht so jetzt verallgemeinern und sagen, ja, so ist es. Ja. Das würde ich übertrieben finden. Ja. Und ich gebe auch Kurse für Erwachsene, also Frauen, oft Frauen, auch Männer, die eine schon eine ganze Weile im Beruf gearbeitet haben und Journalist oder ja, alle möglichen Rechtsanwalt und die eine Geschichte haben, die sie erzählen wollen. Und da ist es bei den Frauen oft so, dass sie die Geschichten erzählen wollen, die ihre Familien definieren. Also da kommt sozusagen schon so was spezifisch Weibliches, dass sie diejenigen sind, die wollen, sie wollen die Familiengeschichte gründen und zusammenhalten und formen, indem sie schreiben. Und bei den Männern ist es oft, sind es Krisen, also eine schwere Krankheit, eine psychische Krise, die plötzlich die Wahrnehmung verändern und die vielleicht eben doch auch den Körper verändern. Also ich bemerke das mehr und mehr, dass auch also in meinem Umfeld auch Männer sich ganz stark mit körperlichen und eher sozusagen früher weiblich konnotierten Themen beschäftigen. Das ist zurzeit sehr in Bewegung. Una pregunta. El año pasado vino una escritora alemana, Katrin Schmidt, que también se definió en las cuatro primeras palabras, una también dijo madre, como usted. Y dijo que tenía, me acuerdo que dijo que tenía 5 hijos. Y dijo que cuando, o sea, ella escribió mientras tenía los hijos, mientras criaba los hijos, mientras, ¿no? Durante, no hizo una pausa, digamos. Y yo me quedé muy impresionada. Y me acuerdo de un detalle que contó, que era que ella cambiaba los pañales del bebé y estaba con el poema en la cabeza. Y entonces era como, no te caigas, que ahora vengo. Y se iba un poco, ¿no? O sea, digamos que... Y eso me ha contrastado un poco con lo que ha traído usted de niños, casa, mi habitación, mi espacio, mi tiempo. Es decir, ese aislamiento del espacio. A mí lo que contaba ella se me hacía increíble. Lo que cuenta usted se me hace más plausible, digamos, mentalmente, pero más difícil de gestionar logísticamente. Entonces, no sé, me gustaría, o sea, al final, siguiendo su modelo, se crea como una especie de desdoblamiento, si la cabeza es capaz de hacer clic, 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 entre el estado que, digamos, veo necesario, una especie de cierto levantamiento de un centímetro sobre el suelo para poder hilar ideas, esas notas que ha dicho usted que toma, hilarlas entre sí, acabar en una idea y estar, pues eso, hablando con niños de 3 años de... O sea, ese clic, si es rápido, es lento, le hace ser un poco esquizofrénica o en realidad lo tiene bien, bien articulado, bien hilado. Es un poquito, ¿cómo lo hace? Nein, also schizophren habe ich das nie gefunden. Ich fand das eigentlich ganz normal. Weil... Ich meine, man sucht halt, ich habe jetzt gerade, als Sie das erzählt haben, habe ich jetzt gerade an Kafka gedacht und habe gedacht, ja, der Mann ist auch in seinem Büro gesessen und hat gleichzeitig noch Ideen gehabt für seinen Roman und ist dann nach Hause und hat das dann aufgeschrieben. Also das fällt durchaus auch in diese, was ich auch gesagt habe, dieses Weiterarbeiten im Kopf, während man gerade nichts macht und
Das, was Sie erzählt haben von Katrin Schmidt, kommt mir ganz bekannt vor. Also ich habe zum Beispiel auch, ich weiß noch, meine Kinder, die wollten nie schlafen und man musste immer ganz, ganz lange bei ihnen am Abend im Bett liegen bleiben und du darfst nicht weg und du darfst nicht weg und bitte bleib, Mama. Und ich bin da so gelegen und währenddessen habe ich auch geschrieben, ja, in meinem Kopf. Und dann ähnlich hat das Kind geschlafen, ich bin schnell gelaufen und dann habe ich das aufgeschrieben. Und ich habe, als mein Sohn sehr klein war, habe ich auch so ganz kleine, habe ich so geschrieben, er ist aufgewacht, ich musste ihn füttern, ich habe ihn hingelegt, er ist eingeschlafen, ich musste wieder bleiben, bis er einschlaft, schnell in meinem Kopf ausgedacht, rübergelaufen, geschrieben, er hat wieder geschrien, ich bin wieder rüber, wieder. Und so. Also es ist so wie so Puzzle, ja, Puzzlestücke. Aber solange es funktioniert, ist man zufrieden und man fragt nicht, wie man es macht, man ist nur glücklich, dass es geht. Also... Yo quisiera, volviendo sobre esta idea del desdoblamiento, ¿no? De ser dos, llevarlo a otro terreno, porque ha hecho Gustavo Schwartz antes unas preguntas, y Gustavo y yo tenemos la experiencia de haber escrito una obra a cuatro manos. Y tengo entendido que usted también ha escrito... obras en colaboración. Me gustaría que nos hablara un poco de ese desdoblamiento también. Ja, also ich fand es eine sehr schöne Erfahrung. Es war so, dass ich natürlich mit dieser Kollegin grundsätzlich sehr gut ausgekommen bin. Also wir waren befreundet und wir haben gegenseitig unsere Arbeit geschätzt und wir wollten es einfach als Experiment versuchen und wir haben ein paar Regeln gehabt und zwar mindestens 10 Teilen und mitten im Satz wird abgebrochen, man darf den Satz nicht zu Ende schreiben. Wir haben es per E-Mail gemacht, man schickt die E-Mail und innerhalb von 24 Stunden muss die Antwort da sein. Und das haben wir ja vielleicht mal so 1-2 Wochen gemacht. Und es sind bereits unglaubliche Dinge passiert, sehr lustige und spannende Dinge. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir nochmal ein paar Linien gelegt und gesagt, ja, diese Figur ist interessant, die machen wir weiter, diese auch und so könnte es vielleicht gehen und dann haben wir uns wieder getrennt und wieder so weitergemacht. Und das Schwierigste war, dass jeder so eigensinnig war. Das heißt, ich baue eine Szene auf. Ich habe gestern schon ein Beispiel gemacht, zum Beispiel ich gehe in eine Höhle und ich möchte gern, dass in dieser Höhle etwas passiert, ich setze Zeichen und ich schicke das und dann bekomme ich den nächsten Tag zurück und sie schreibt, ja, diese Höhle, die war ganz langweilig, ich habe eine Taschenlampe genommen, ich habe herumgeleuchtet, bin wieder rausgegangen und so. Also das passiert immer wieder, ja. Oder ich mache eine Figur, ja, ich liebe diese Figur und ich denke, die ist ganz lustig und da steckt ganz viel Potenzial. Ja, was macht sie? Sie tötet diese Figur. Also es kommen sehr viele Leichen vor, weil ich habe dann auch gedacht, okay, wenn sie meine Figur tötet, dann töte ich auch ihre. Aber wir haben trotzdem immer wieder uns getroffen und immer wieder so Fantasien gemacht und ja, es könnte vielleicht jetzt, vielleicht machen wir jetzt, jetzt geht alles unter Wasser weiter, ja. Und dann haben wir nur Szenen, ist alles unter Wasser gewesen, ja. Ein vielleicht ja, 40 Seiten lang. Es hat auch viel in Japan gespielt, weil ich damals in Japan war. Es kommen ganz wichtige japanische Dinge drin vor. Und
Ja, und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben 5 Bände geschrieben zusammen. Und, na, 4 Bände. Und dann haben wir noch ein Opernlibretto gemacht. Und das wurde dann auch aufgeführt. Und das war überhaupt das Tollste, ja. Und da gab es dann eben eine Figur, also die hieß Sabine Scholl, und eine Figur, die hieß Lydia Mischkulnik, eben die Frau, mit der ich geschrieben habe. Und die haben sich dann, hier waren die Figuren, und da haben sich immer diese Schriftstellerinnen so diese Worte zugeworfen. Ja, es war eine schöne Erfahrung.